Schalldruck und Schalldruckpegel. Schallleistung und Schallleistungspegel. Wir haben im letzten Video die Formel gesehen, aber so richtig begriffen haben wir es noch nicht. Ganz normal. Sobald der Logarithmus hereinkommt, ist man so ein bisschen im Trudeln. Es ist verblüffend einfach, aber es gibt viele Leute da draußen, stelle ich immer wieder fest, die da einen Spaß dran haben, einen damit zu verwirren. Die kommen dann mit so komischen Zusammenhängen, dachte ich mir so, was, hab ich gar nicht mehr verstanden. Ich sortiere das mal für Sie. Dann sagen, ach, jetzt habe ich es begriffen. Das ist das Ziel dieses Videos. Wir haben im letzten Video die Formel gesehen für den Schalldruckpegel. Dezibel ist gleich 20 mal der 10er Logarithmus vom gemessenen Effektivwert des Drucks zum Referenzwert P0. Ich empfehle nicht, diese Schreibweise zu nehmen, die verwirrt. Nehmen Sie viel besser direkt die Ursprungsformel. Das ist nämlich 10 mal der 10er Logarithmus von P zu P0 und das im Quadrat. Ist mathematisch dasselbe, aber damit kriegt man das viel besser sortiert. Hier sieht man nochmal, wo eigentlich das Quadrat herkommt. Ich schreibe mal ein paar Werte auf und dann sehen Sie den Zusammenhang. Also hier links schreibe ich jetzt einfach mal die Dezibelwerte auf. Daneben das Verhältnis von P zu P0 im Quadrat. Und daneben nochmal P zu P0, also ohne das Quadrat. Ein paar Werte. Das wäre ein klassischer, das ist immer so ein plus 3 dB. Oder dann haben wir irgendwie plus 6 dB. Eine klassische Zahl wäre noch 10 dB. Oder 20 dB, 40 oder mal 60. Da muss man mal reichen. 60 dB ist schon eine ganze Menge. Was steht da jetzt? 60 dB heißt, jetzt gucken wir nochmal die Formel an. Diese 10 ist ja einfach nur artifiziell da rein. Das heißt, wir vergessen mal bei die 10. Wir teilen die Zahl erstmal durch 10. Und dann ist ja dieser Logarithmus. Das heißt, hier steht, dass das Verhältnis dieser Drücke, die wir da gemessen haben, ein Verhältnis von 10 hoch 6 ist. Das ist die 6, okay? Wir haben also 1 Million steht da drin. Bei der 4 steht nichts anderes, vergessen wir die 0. Da ist also ein Verhältnis von dieser Drücke zueinander im Quadrat bei 10 hoch 4. Das ist ja dieser Teil hier drin. Bei 2 ist es halt eine 10 hoch 2, das sind also eine 10 mit 2 Nullen, kann ich direkt die 100 hinschreiben. So. Bei 10 hoch 1, ja, ist eine 10, das kriegen wir auch noch im Kopf gerechnet. 10 hoch 0,6 ist es ja jetzt, wir teilen die 6 durch 10, das machen wir besser mit dem Taschenrechner, das kann man so im Kopf nicht. Also 0,6, das waren die 6 Dezibel, jetzt muss ich es umdrehen, was stand da drin? Das heißt, ich nehme den Logarithmus oder die Gegenoperation ist ja dann die 10 hoch x. Die habe ich hier auf dem Taschenrechner an der gleichen Stelle, nur mit Shift vorneweg. So, da kommt ein Wert von 3,98, also 4 heraus. Also das Verhältnis, dieses quadratische Verhältnis war 4. Und wenn ich davon den Logarithmus rechne, ich kann es jetzt nochmal machen, Logarithmus, komme ich auf 0,6 mal 10, habe ich die 6 Dezibel. Ja? Das heißt, wir schreiben hier bei 6 ist dieses Verhältnis 4. Ich mache bei 3 auch nochmal. Das ist 0,3. Shift, 10 hoch x, 1,9, also 2. Das schreibe ich hier also eine 2. Das heißt, diese Rechenoperation hier habe ich jetzt einfach mal hier für ein paar Beispiele aufeinander gesetzt. Okay? Und jetzt gehen wir einfach noch einen Schritt weiter zurück. Das war das Quadrat. Was war denn jetzt eigentlich mit dem Schalldruck los? Das ursprüngliche Messwert, den wir hatten. Naja, also es ist ja nichts anderes als jetzt hier von da nach da bilde ich die Wurzel aus diesem Verhältnis, dieses Ratio hier. Ja? Quadratwurzel. Die Wurzel von 2 ist nun mal das Ergebnis bei 2. Die Wurzel aus 4 ist 2. Die Wurzel aus 10, gut, die kann sich nicht im Kopf rechnen. 10 Wurzel 3,16. Ja, schauen wir es einfach mal so hin, 3,16. Dann haben wir die Wurzel aus 100, das kriege ich noch hin, das ist 10 mal 10. 10 hoch 4, das wären ja 10.000. Letztendlich, wenn da 2, das ist 10 hoch 2. Die Wurzel fallen ja 4, 2 rein, also habe ich hier 100 stehen. Und 10 hoch 6, das sind ja 1 Million, ja, 6 Nullen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann bleiben nur noch 3 Nullen übrig, ne? Also sind das 1000. 1, 2, 3, ne? 10 hoch 3. So. Jetzt haben wir so eine Liste und das ist die ganze Magie. Letztendlich sind das sehr einfach zu merkende Zahlen, wenn man mal hinguckt. Und wie arbeiten wir jetzt damit? Was ist jetzt zum Beispiel 3 dB? Das bedeutet, die Schallleistung, im Quadrat ist es ja äquivalent zur Leistung, ist doppelt so hoch. Und der Schalldruck ist nur Wurzel zweimal so hoch, also 40% mehr. Bei 10 dB, können wir einfach nochmal ablesen, bedeutet das, dass unsere Schallleistung 10-mal so hoch ist, der Schalldruck ungefähr 3-mal so hoch.
20 dB bedeutet 100 Mal die Schallleistung und 10-fach so hoher Schalldruck. Das heißt, der ganze Trick ist, dass Sie hier nicht nur hier auf Papier, sondern einfach im Kopf sich hier Linien ziehen, die verhindern, dass Sie von einer Linie, von einer Zeile in die andere springen. Denn es gibt Leute, die machen genau das, um Leute zu verwirren. Gerade in diesem Bereich haben wir sehr viele Zweien, die sagen, von 3 auf 6 Dezibel, das ist ja doppelt so viel mal 2, das ist schon fies, ne? Und das ist ja dann auch doppelt so hohe Schallleistung, aber der Schalldruck ändert sich nur im Quadrat. Und an diese ganzen Zweien, und das ist gleich hier und den 4 zu 2 und das, wow, ist das kompliziert, also das verstehst du eh nicht. Es ist ganz einfach, wir müssen nur ein paar Linien im Kopf ziehen, gucken von links nach rechts hin, das ist diese Formel und mehr ist es dann auch nicht. Das funktioniert nicht nur mit plus 3 dB, sondern auch in die andere Richtung, minus 3 dB. Da muss man sich gar nichts Neues merken. Hier steht ja 2, das heißt plus 3 Dezibel heißt, die Leistung wird mal 2 genommen. Minus 3 dB heißt, die Leistung wird halbiert. Also diese Faktoren, die hier drin stehen, sind jetzt nicht mehr im Zähler, sondern im Nenner. Wir teilen jetzt durch diese Faktoren. Das sind die gleichen Zahlen. Also minus 3 Dezibel bedeutet jetzt die halbe Leistung. Und minus 6 Dezibel bedeutet für ein Viertel der Leistung. Und genauso auch hier wieder diese Quadratwurzel. Das heißt, minus 3 Dezibel bedeutet, dass 1 durch Wurzel 2 der Schalldruck sich ändert. Haben wir schon mal gesehen, Sinus 45 Grad, braucht man ständig ungefähr so 71%. Und ein Viertel Wurzel daraus ist ein Halb. Das heißt, der Schalldruck ändert sich bei minus 6 dB auf 50%. Oder minus 20 dB, eine fette Ansage, bedeutet, dass die Schallleistung auf ein Hundertstel absackt und der Schalldruck auf ein Zehntel sich reduziert. Und jetzt mal ein ganz praktisches Beispiel. Was ist denn, wenn ich jetzt doppelt so weit weg bin von meiner Schallquelle? Also ich habe jetzt hier meine Schallquelle. So, die macht ordentlich Krach. Ich habe jetzt hier mehr wegen 1 Meter Abstand und messe das hier. Das ist ein Pegel, den ich da messe. Und dann messe ich das gleiche nochmal in 2 Meter Abstand. Ich gehe jetzt mal von einer Punktschallquelle aus. In dem Fall ist es dann so, dass der Schalldruck, den ich hier messe, hier halb so groß ist. Denn das Verhältnis ist so, der Schalldruck verhält sich reziprok zum Abstand bei einer Einpunktschallquelle. Linear, nicht Quadrat. Haben wir schon mal gesehen, hier. Noch nicht. Kommt jetzt. Das ist die Physik. Doppelter Abstand, halber Schalldruck. Und damit gehen wir doch jetzt nochmal in unsere schöne Tabelle rein. Was haben wir gelernt? 50% Schalldruck, also die Hälfte haben wir im P zu P0. Und das bedeutet, dass unsere Schallleistung ein Viertel ist. Und das bedeutet, wir haben minus 6 Dezibel. Ja, also dieses R² ist dann, wenn es um die Schallleistung geht. Da kommt ja genau dieses Verhältnis von 1/2 zu 1/4 erst zum Tragen. Also Ergebnis minus 6 Dezibel. Das heißt, in der Akustik arbeiten wir immer mit Verhältnissen zu einem Referenzwert. Wenn wir also ein Verhältnis haben und sagen, jetzt kommen nochmal plus 6 Dezibel hinzu, dann sind das, schnell nachgeguckt, ja, einfach das Ganze mal 2. Unabhängig davon, was der tatsächliche Wert ist, es wird das bisherige genommen und mal 2 genommen. Es kommt immer auf das relative Multiplizieren an bei der Akustik. Das ist sehr praktisch. Genauso, wenn ich minus 10 Dezibel rechne, dann teile ich halt durch 3 oder die Leistung ist auf ein Zehntel reduziert. Das ist also immer eine Multiplikation, die in diesem Plus-Minus-Dezibel drin steckt. Jetzt mal zur Praxis. Was ist denn jetzt, wenn ich damit rechnen will? Also was ist denn jetzt 1 dB plus 1 dB? Ist das jetzt 0? Ist das immer noch 1 dB oder ist es 2 dB? Nichts davon. Oder wie mittel ich Dezibel? Also was ist jetzt 35 Dezibel und ich mittel das mit 40 Dezibel? Das ist, wo trifft sich das? Das machen wir einfach im Video. Das kann man auswendig lernen oder man kann das rechnen. Ich zeige Ihnen das. Es ist verblüffend einfach. Wir sehen uns.